Für ein freies Österreich Souveränität als Zukunftsmodell. Ein Buchtitel, wie viele andere auch, könnte man auf den ersten Blick denken, nach einem Blick ins Buch und auch auf den Autor, ist das nicht mehr ganz so. Der Autor ist FPÖ-Mitarbeiter im Parlament, FPÖ-Bezirkspolitiker und seinen Stil nennt das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes rechtsextrem. Bekannt dabei, Herausgeber des Buches, ist FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer. Auch FPÖ-Chef Strache lobt das Buch in einem Vorwort. Stefan Daubrawa und Franz Renner haben es gelesen. Michael Hovaniec macht sich Sorgen und der Mitarbeiter des FPÖ-Parlamentsclubs hier auf einem FPÖ-YouTube-Video hat auch ein Buch darüber geschrieben. Ist ja nichts dabei, wären da nicht Sätze wie: Ein Land, in dem mehr Partyzelte als Armeezelte stehen, ist zwangsläufig dem Untergang geweiht. Und hieße der Herausgeber des Buches nicht Norbert Hofer, der so wie FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache das Buch in einem Vorwort würdigt. Dazu aber später. Hovaniec ist Bezirksrat und stellvertretender Obmann der FPÖ in Wien-Brigittenau. Für ein Interview mit der ZIP2 ist er nicht erreichbar. Sein Buch wird von seinem Arbeitgeber, dem FPÖ-Parlamentsclub, verlegt. Sein Ideal ist das Land-Idyll, die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Ziel ist die Selbstversorgungsfähigkeit und Landarbeit braucht viele Hände. Ist dies anders nicht zu gewährleisten, sind Kinder allzu willkommen. Das klingt für heutige Ohren nach Ausnützung und Kindheitsraub, liegt aber in der Natur des Menschen begründet. Die Großstadt hingegen irgendwie wieder natürlich. Sie befördere die, Zitat, Entmenschung. Zuwanderung und Überfremdung, ebenfalls Zitat Hovaniec, würden Europa in den Niedergang führen. Und zwar durch einen rohen, gewaltvollen Verdrängungsprozess, in dem wir jene, die uns ans Fell wollen, auch noch einladen, dies aus dem Inneren zu tun, wie die Wespenlarve die Made langsam von innen zerfrisst. Für den Rechtsextremismus-Experten ist diese Analogie eindeutig belegt. Und das ist natürlich der Nationalsozialismus. Also wo Menschen wirklich auf das Tierische hinuntergedrückt werden, ja, in dem Fall negativ, ja, eben Parasiten, Wespen, Maden, das würde man meinen, hätte eigentlich in einer Publikation an einen Österreich-Vertreter, an einen Parlament-Vertreter, an den Parteien nichts verloren. Der Experte verweist auch auf den Biologismus, der sich durch das Buch, das man auf der Webseite der FPÖ-Parteizeitung downloaden kann, wie ein roter Faden ziehe. Hovaniec beklagt beispielsweise die Erosion archaischer Rollenmuster. Der vom Thron des Familienoberhaupts gestoßene Mann sehnt sich unverändert nach einer Partnerin, die in häuslichen Kategorien zu denken imstande ist, deren Brutpflegetrieb auferlegte Selbstverwirklichungsambitionen überragt. Und was sagt der Herausgeber dazu? Auf Anfrage nichts. Weder Hofer noch Strache sind heute für eine Stellungnahme zu erreichen. In ihren Vorworten loben sie das Buch und seinen Inhalt. Für Hofer befasst sich der Autor mit den Fragen der Freiheit. Für Strache illustriert er, sinngemäß zitiert, die Wege aus der Krise. Biologismus, Weltverschwörung, Blut- und Bodenmetaphern. Der Rechtsextremismus-Experte hat eine eindeutige Meinung zum Buch. Das Buch erfüllt über weite Strecken, ich würde sagen, fast alle Kriterien des Rechtsextremismus. Islamische Länder, man glaubt es nicht, dienen Hovaniec allerdings auch als Vorbild. Konkret: Vor allem radikal-islamisch bis islamistisch geprägten Gesellschaften. Denn die hätten, was uns angeblich fehlt. Ob straffe Glaubensausrichtung oder Kinderreichtum, Zugehörigkeits- oder Sendungsbewusstsein, es sind dort bedeutende Parameter der Zukunftsfähigkeit im Alltagsleben präsent, die hierzulande als altvaterisch, mutterkreuzlerisch oder schlicht überflüssig verfemt werden. So gesehen könnte ein möglicher neuer FPÖ-Slogan für ein freies Österreich, so der Buchtitel, ja heißen: Daheim wie im Islam.